Bundeskanzler Olaf Scholz bricht heute zu einer zweitägigen Reise in den Nahen Osten auf. Zuerst besucht er Jordanien, morgen soll es weiter nach Israel gehen, wo unter anderem ein Gespräch mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu vorgesehen ist. Hauptstreitpunkt dürfte sein, dass Netanyahu eine militärische Offensive auf die Stadt Rafah angeordnet hat und eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser ablehnt. Damit schauen wir vor das Kanzleramt zu Gerrit Sebald. Gerrit, welche Einflussmöglichkeiten hat denn Olaf Scholz, der deutsche Kanzler, auf Premier Netanyahu und eben auch König Abdullah, um die Kämpfe in Gaza möglicherweise auch zu stoppen? Ja, da muss man sich natürlich erstmal die Frage stellen, welche Strategie hat Olaf Scholz, beziehungsweise was will Olaf Scholz, was sind die Interessen der Deutschen? Und tatsächlich kann man sagen, Olaf Scholz ist jetzt schon mittlerweile mehr und mehr darum bemüht, Einfluss zu nehmen auf die israelische Regierung. Das ist, dass zumindest das humanitäre Völkerrecht eingehalten wird. Aber auf der anderen Seite betont Scholz auch, dass man weiter trotz allem, wie man sagen kann, an der Seite Israels steht und es weiter deutsche Staatsräson ist, Israel zu unterstützen. Und in diesem Dilemma bewegt sich Olaf Scholz nun auch auf dieser Reise. Das heißt, es werden vor allem Appelle sein. Es wird vor allem darum gehen, die humanitäre Lage in Gaza verbessern zu wollen. Es wird weniger darum gehen, Israel dazu aufzufordern, den Krieg zu beenden. Vielleicht wird es um Rafah gehen. Das kann man sich gut vorstellen, weil Netanyahu ja jetzt auch die Offensive auch genehmigt hat. Allerdings die Einflussnahmen, die handfesten Einflussnahmen der Deutschen sind auch nicht so groß. Man könnte natürlich über Waffenlieferung sprechen, aber all das hat weder der Kanzler noch andere Teile der Bundesregierung bisher gemacht. Das heißt, man versucht auf diplomatischem Weg Einfluss auf die israelische Regierung zu nehmen, in diesem Krieg zumindest das humanitäre Völkerrecht zu beachten. Gerrit Sebald, danke fürs Kanzleramt in Berlin. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.